Hallo und herzlich willkommen zurück zu Two Point Campus. Wir haben jetzt eben das dritte Jahr erreicht und haben somit auch ein paar Abgänger, schätze ich mal. Wir haben in den letzten Folgen so ein bisschen das Campusgelände so aufgebaut, ein paar Räume noch mehr dazu geräumt. Ja, spielen wir einfach mal weiter, ne? Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. So. Hier gibt es lauter neue Sachen, die ich mir leider nicht kaufen kann. Ich hatte aber vorhin gesehen, ich hätte hier eine Benachrichtigung bekommen. Ja, ich muss das aufstocken. Holen wir etwas vor. Wir machen auf jeden Fall ordentlich Einnahmen. Wir hätten bis jetzt auch nur noch einen Platz hier, sage ich mal, wo wir was einbauen könnten und hier halt. Annehmen, her mit den ganzen. Ah, hier unten stehen meine Kudosch, okay. Willkommen und Glückwunsch zu Ihrem erlesenen Geschmack. Sie hören das Kultivierteste, das unser County über den Äther zu bieten hat. Nigel Bickleberth auf Radio Two Point. Aber das wussten Sie natürlich schon längst. Der gute Nigel. Die schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden. Ach ja, Stufe 5. Also unsere Einnahmen laufen wirklich super gut. Ich könnte noch ein bisschen an Dekoration hier drauflegen. So. Oh, jetzt geht's hier aber los. Studierende werden gebeten, sich selbst zu finden. Dass wir auch noch ein paar Pflanzen direkt rüberstellen. So. So. Studiengebühren sind teuer. Bildung ist unbezahlbar. Gemüsekiosk freischalten, jawohl.
Tisch stellen wir hier hin. Es ist wieder Zeit für Bickleburs Bewertungen. Und dank der erleuchteten Einflussnahme unserer phänomenalen Produzenten haben Sie, die Zuhörer, das dieswöchige Objekt der Begierde gewählt. Die kollektive Weisheit des Publikums hat mir Hoglots beschert. Eine Hoglots? Cerealiensorte, wie ich höre. Also, bring es hinter uns, ja? Interessant. Schmeckt fast wie Speckchips. Hausmeister im Schlafsaal benötigt. Ich glaube, den kopieren wir hier auch nochmal. Und setzen den hier hin. Wann mache ich den so hin? Ja. Was ist hier der Fehler? Die Couch. Dann machen wir die Couch halt weg. Und stattdessen können wir hier so die Krise. Das kennt ihr jetzt mittlerweile von mir. Das muss alles gerade sein. No. So. Jetzt habe ich verkauft. Ach, das reicht. 2 Stück. Da machen wir jetzt noch irgendwie Pflänzchen hier dazwischen. Machen hier wieder die Teppiche hin. Ja. Muss so ein Wasserspender hier hin. Sehr schön. Achtung, wer dumme Fragen stellt, bekommt dumme Antworten. So. Was soll ich machen? Ich habe meine ganzen Kuders halt schon ausgegeben. Und jetzt habe ich ein paar bekommen. Nach einer schnellen Mundspülung kann ich die Bewertung nun fortsetzen. Die Fusion von süß und salzig ist in der hohen Küche perverserweise der letzte Schrei. Im Labor. Also hier. Gut, da müssen wir jetzt ein paar Sachen verkaufen. Sonst passt das hier nicht rein. Oh mein Gott. So. Ach nee. Das will ich gerne weiter hinten. Ups. So. Okay. So, jetzt noch so eine Forschungsstation, die kloppen wir hier drüben rein.
Kloppen ist gut bezeichnet. Hier. Sehr schön. Glaubst du, dass diese Mode auch ihren Weg in die Welt der Alltagsesser gefunden hat? Herzlichen Glückwunsch an das gemeine Volk. Auch sie kommen nun in den Genuss dieser abartigen Abscheulichkeit. Achso. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Wieso? Her damit. Gut, ich hab eh nicht genug. Wo kommt die denn hin? Entschuldigung. Entschuldigung, wo kommt die denn hin? Ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, wofür ich jetzt was gekauft habe. Geflügelte Schlange. Oh. Wofür habe ich die gekauft? Wie viel draus gekauft? Da ist sie, die geflügelte Schlange. Gehört nach draußen. Ist ja gut. Machen wir hier so daneben. So. Und hier. Da stehen ja schon so Dinge. Machen wir hier noch so eine Bank hin. Blockiert. Dann machen wir halt hier zwei so Dinger hin. So. Es muss ja alles schön sein, ne? Zahlt sich aus. Manchmal aber auch nicht. Geld. Verdiene 1 Million. Jawohl. Was haben wir hier noch? Freischalten und walten. Ach komm, Spieltisch. Wo wird das hingestellt? Einfach so. Ungültiges Zimmer. Ja, das kommt wahrscheinlich hier so im Raum. Ja, klar. Die Universität schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden. Frühstück ist nicht immer leicht. Schon wieder Toast? Ich hasse es hier. Oh oh, servier diesen verwöhnten Knirpsen doch mal etwas Neues. Nur unsere Hotlocks kombinieren 4 Sorten Weizen mit knuspriger, salziger Schweinehaut. Das ist ganz schnäubig. Das geht ja mal weiter runter. Ich würde gerne den Raum vergrößern, wenigstens um das eine hier. So. Die Tür, die machen wir jetzt dahin. Nee, das hätte ich schon gern. So. Dann tun wir das dahin. Ach so, wir brauchen noch mehr Handtücher. So. Hausmeister im Duschraum benötigt. Okay, dann machen wir noch mal 2 Hausmeister dazu.
Dann bauen wir doch den Raum. Achtung, Sicherheitslücke. Bitte ändert eure Passwörter. Und dann machen wir das schön bündig. Dann kann hier noch eine Tür hin. Yes! Wir können theoretisch auch einfach hier so. Oh, ich weiß, was wir machen. Oder ich wollte so eine Mittelinsel bauen. Ich glaube, das reicht aber erstmal an Toiletten. Gibt's hier irgendwas, was genörgelt wird? An alle Studierenden. Denkt daran, dass ihr freiwillig hier seid. Dann machen wir da drüben auch nochmal einen Toilettenraum hin. So. Nigel Bickleworth, ihr Freund und Retter der Frequenz. Ich habe alles versucht, um den nächsten Song aus unserem Katalog zu bekommen. Naja, wenigstens kann ich Sie warnen. Sie sollten und werden diesen Song nicht genießen. Doch genug davon. Hier nun ein Stück musikalischer Mumpitz. Nur auf Radio Tupac. Sehr schön. So langsam läuft's doch, würde ich sagen. Die hatte ich vorhin auch und hat mir auch keiner zugehört. Ich muss auf jeden Fall das Jahr noch beenden, damit ich noch eine Stufe aufsteigen kann. Was ist das da? Campusstufe. Her damit. Ein Mikroskop benötigt. Oh Mann. Ja, du kriegst ein komisches Mikroskop. So die Frage, wo ich es hinstellen kann. Oh. Ich hab's noch nicht gekauft. Oh, 150, die habe ich nicht. Sorry. Studiengebühren werden womöglich zum Finanzieren von Personalboni genutzt. Hundertfünfzig habe ich leider nicht. So, wir sind dann auch gleich durch. Ich bräuchte noch mal einen mit der Note A.
Kinder werden gebeten, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Zeit für Klatsch beim Tee mit Nigel B. Nigel Bigginson. Wer hat das geschrieben? Wer? Der Schuldige wird sofort gefeuert, klar? Wie ich höre, wird ein gewisser Produktionsassistent eines gewissen Radiosenders heute gefeuert. Skandalös, ich weiß. Aber das haben Sie nicht von mir gehört. Also einen Platz hätte ich noch für einen Raum, ne? Ich glaube, ich kopiere hier auch noch mal die Bibliothek. Ja. Die setzen wir hier hinten rein. Können wir sogar... Ah ne, die passt genau hier rein. Optimal. Pflegehinweis. Pflanzen brauchen Wasser. Schon vergessen? Ja, schon vergessen. So. Ja, dann mach das mal weg. Wieso ist das nicht erreichbar? Ja, weil es auch keine Tür hat. Mein Gott, hab doch mal ein bisschen Geduld. Stift schon verkauft. So, was war das? Das war einmal das. Stopp! Pause! Schön hier drunter, das so ist schön. Sowas mag ich. Okay, da können wir jetzt auch mal die Pflanze hier ein bisschen aus dem Weg nehmen. So. Wir machen hier noch so. Man nennt noch so. So, was machen wir da noch hin? Okay, dass die Tür auch aufgeht. Die Tür, die machen wir weg. So, dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen Platz. Machen wir sowas noch hin. Passt. Ja. Was auch immer du jetzt da verkauft hast. Ah, das Fenster. Das Fenster. Das muss jetzt nicht sein. Das können wir mal so. Perfekt. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Dann nehmen wir auch noch mal hier einen dazu. Ja, ich kann dir leider... So, aufbessern. Haben wir das auch erledigt? Jetzt noch 10 Stück müssen wir einen Abschluss schaffen. So, dann tue ich das schnell, solange das hier noch ein bisschen läuft. Auch noch mal auskleiden. Sehr schön. Wir entschuldigen uns für den Müll, den ihr... Oh, das war ich. So. Schockieren, aber in den prägenden Jahren meiner Jugend hatte ich eine Gothic-Phase. Schwer zu glauben, ich weiß. Doch für den jungen, leicht zu beeindruckenden Bickleworth gab es nichts Spannenderes als Strebebögen. Und Wasserspeier, so versonnen, so düster und dabei so steinhart. Natürlich kam ich schließlich zur Vernunft und lernte die provokative Opulenz und Theatralik des Barock lieben. Tja, man lernt einfach nie aus.
Das Jahresende naht. Ihr könnt immer noch durchstarten. Ja, aber ich habe nicht genug von den Punkten. Was soll ich machen? Tut mir leid. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Neue Trophäe. Ja. Das Studienjahr ist nun vorbei. Oh, oh, oh. Die Jahresendwertung wurde veröffentlicht. Für Daumenbrücken ist es jetzt. Auszeichnung ansehen. Jetzt ist natürlich so eine Sache. Ich habe jetzt gar keinen Platz mehr. Und da kann ich mir noch irgendwo hier was kaufen. Nö. Okay. Ich brauche noch ein drittes Wissenschaftslabor. Dann wird jetzt hier umgebaut. Ich will nämlich wissen, was passiert, wenn ich das alles hier erfülle. Da wird jetzt umgebaut. Es gibt keine vielen Klos mehr. So, die können sich glücklich schätzen, wenn sie die Klos hier noch haben. Und der Rest ist weg. So. Wissenschaftslabor. Nein! Okay. Ich muss hier mal komplett ummodeln. Entschuldigung, das muss auch noch alles weg. Oh, okay, da muss die Toilette halt komplett verschwinden. Ja. Ja, verkauf das Klo. Wir brauchen noch einen Wissenschaftsraum. Verstehe ich zwar nicht, warum so viele, aber... So, ach, jetzt geht's. Jetzt hätte ich, oh, jetzt könnte ich das Klo doch wieder hinbauen. So. Da gibt's hier noch den ganzen unnützen Kram. Alles natürlich nur einmal. Sachen sind teuer. Ja. Yeah. Schön. Noch Poster hingehängt. Bin beeindruckt. So. Flensi rein. Passt. Forschungsraum. Abgehakt. Jetzt gibt es hier doch nochmal einen Klo in der Hoffnung, dass das doch funktioniert. Passt. Mach die Pflanze da weg. So. Ist zwar nur ein Klo. Muss schicken. Kriegt aber vollste Ausstattung des Klo. Mini-Badezimmer, aber ich hab's. So.
Ruf im Pausenmenü die Karte auf. Entscheide, wo du als nächstes dein Lager ausschließt. Ja. Moment. Ich möchte gerne noch... Stopp. Ich weiß gar nicht, was ich kaufen soll. Hallo. Forschologie. Also von jedem eins. Okay, dann nehmen wir den hier. Der Level 2 ist. Und den. Noch einen. Den. Campus-Anforderung. Okay. Kriege ich jetzt hier noch irgendwelche Aufgaben? Nö. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben den Platz gut genutzt. Ich finde es eigentlich auch ganz schön dekoriert. Wir haben hier unsere ganzen Abgänge, die den Abschluss gemacht haben. Ich finde es eigentlich ganz schön, wie es aussieht. Ich würde dann auch sagen, wir starten in den nächsten Campus rein. Den haben wir jetzt geschafft. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir wirklich super gut. Ja. Dann schauen wir jetzt also in der nächsten Folge in den nächsten Campus rein. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid und würde mich natürlich freuen, euch das nächste Mal wieder dabei zu haben. Ich würde mich sehr über einen Kommentar oder ein Like freuen und vor allem über ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Das tut mich sehr unterstützen. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.